Sativa Singh, herzlich willkommen hier bei mir. Ich freue mich unheimlich, dass du hier bist, weil du bist für mich jemand, der mir viel Wissen mit seinem Buch mitgegeben hat und für mich viele Inspirationen für die Dinge, die ich heute mache. Umso schöner, dass ich dich heute auf meiner Couch sitzen habe. Hat ein paar Monate gedauert, ist nicht so einfach, dich an den Start zu kriegen. Erzähl mal so im Kurzdurchlauf so deine Biografie. Wie, du hattest mir ja vorhin schon mal erzählt, ich hatte dich ja gewarnt, dass du das nochmal erzählen musst. Ja. Meine Biografie, naja, im Kurzdurchlauf. Ich bin 64. Ich bin Anfang der 70er, 73, nach Berlin gekommen zum Studium. Bin in Hessen geboren, habe dann hier Germanistik studiert, Politik studiert, habe den Taxischein gemacht, bin Taxi gefahren. Dann wurde die Taz gegründet. Du bist einer der Mitbegründer der Taz, ne? Dann war ich da 12 Jahre Redakteur bis Anfang der 90er. Dann habe ich als freier Autor seitdem bin ich nicht mehr angestellt. Ich habe zahlreiche Bücher gemacht und in den 90ern oder Ende in den 80ern eigentlich schon meine Handrecherchen begonnen und in der Taz damals schon auch Artikel gemacht. Wolfgang Neuss war mein Kolumnist und wir haben das Thema Drogen und Legalisierung schon da in den 80ern thematisiert. Und ich habe dann irgendwann, da kam ich aus dem Urlaub zurück, so Ende der 80er Jahre, auf meinem Schreibtisch so eine Fotokopie gefunden, so 30 Seiten oder so von einem amerikanischen Buch oder so einer Broschüre von Jack Herer, The Emperor Wears No Clothes. Jack Herer, sehr bekannt, meistens immer nur als... Mich sprechen jetzt immer die Leute an und sagen, Jack Herer, du hast den gekannt, das ist so eine Hanfsorte. Genau. Ja, die Geschichte, wie es zu dem Namen kam, kann ich auch noch erzählen. Okay. Naja, jedenfalls lag diese Broschüre auf meinem Schreibtisch und Jack hatte ja ein paar Jahre in Kalifornien so Informationen zu sammeln über Hanf als Nutzpflanze, Hanf als Medizin und die Fragen, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass so eine alte und bewährte Nutzpflanze und so eine alte und bewährte Medizinpflanze, dass die prohibitioniert und verboten wird. Und darüber hatte er 84 so etwa zum ersten Mal das publiziert. Am Anfang war das ein Flugblatt. Und dann haben die Leute weitere Informationen gemacht und dann war es schon eine 8-seitige Flyer. Und so wuchs das Ding. Als es bei mir landete, waren es so 40, 50 Seiten, glaube ich. Und ich habe das dann gelesen, fand es interessant. Dann bekam ich den Auftrag vom großen Magazin, so eine Reportage zu schreiben über Cannabis in Deutschland. Informationen auch schon untergebracht und habe ein paar Verlage angesprochen. Die meisten etablierten Verlage haben gesagt, oh Marihuana, oh nee, Drogen wollen wir nichts mit zu tun haben. Das war Ende der 80er? Das war Ende der 80er. Und dann habe ich Anfang der 90er den Verlag 2001, gibt es hier mittlerweile nicht mehr so, aber damals ein großer Laden, der auch so viele alternative Sachen gemacht hat, dann gewonnen. Und die haben aber gesagt, ja, das würden wir schon auf Deutsch bringen, aber du musst da noch so ein bisschen mehr recherchieren hier über Deutschland und über Europa. Und mittlerweile hatte Jack in den USA auch seine Ausgabe erweitert, die haben wir dann übersetzt. Und ich habe hier mit meinen Recherchen begonnen und habe dann auch 100, 150 Seiten geschrieben, war dann fertig, die Übersetzung und mein Stück. Und dann schickte ich das dem Verlag. Und dann ruft mich der Verleger an und sagt, du Matthias, also das ist ja irre, das Buch,
Also ich war ja hier vom Hocker. Also das glaubt uns überhaupt niemand. Da ist so ein kalifornischer Hippie und so ein windiger Taz-Redakteur, die erzählen hier, das ist die wertvollste Nutzpflanze und die beste und die älteste Medizin und. Das glauben uns die Leute alles gar nicht. Wir bräuchten noch irgend so ein wissenschaftliches Gutachten oder so. Kannst du da nicht noch was organisieren? Und dann habe ich mich so umgehört und dann habe ich das Katalyseinstitut in Köln gefunden. Die hatten zuvor schon so Studien gemacht über Gift in Lebensmitteln und so über ökologische Themen geforscht, wissenschaftlich. Und dort den Michael Karus und der hatte den Hut auf für die kleine Studie, die sie gemacht haben über Hanf eben als Nutzpflanze. Dass das alles kein Quatsch ist, was wir da vorne haben, sondern dass das Hanf und Fuß hat. Hanf und Fuß, ja. So, und dann haben wir das sozusagen aus der kleinen Jack Herer Broschüre von Mitte der 80er war dann irgendwie ein 500 Seiten Buch geworden, das wir dann auch auf Hanfpapier gedruckt haben. Und die ist genau, schon ein bisschen zerfleddert. So, aber das Papier hält immer noch. Hält immer noch. Ja, warum hält Hanfpapier so lange? Warum ist die Gutenberg-Bibel aus dem 16. Jahrhundert, die man immer noch besichtigen kann, warum ist da überhaupt kein Problem mit Papier? Und auf der anderen Seite, alle Bibliotheken haben riesige Probleme mit Büchern, die so ungefähr 100 Jahre, so aus Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter kommen, weil da zerfällt das Papier. Da müssen also jetzt für viel, viel, viel Geld diese Bücher eingescannt werden, weil die nochmal 50 Jahre hat, das ist das Papier kaputt. Ja, wie kommt's denn? Die alten Bücher waren aus Hanfpapier und Fasern gemacht und aus Leinenfasern, aber Hanf vor allen Dingen, weil das die robusteste Faser war. Da wurde dann ein Brei draus gemahlen, aus den alten Textilien auch. Und daraus hat man früher Papier gemacht und brauchte keinerlei Säuren, keinerlei Bindemittel. Weil und vor allen Dingen keine Bäume fällen dafür. Mal davon ganz abgesehen. Aber eben, es geht jetzt ums Kaputtgehen, man brauchte keine Chemikalien. Und deshalb hält das Hanfpapier in der Gutenberg-Bibel seit 500 Jahren. Und das Papier, was 100 Jahre alt ist, in den Bibliotheken geht kaputt, weil es zerfressen wird. So, so haben wir die ersten 10 Auflagen dieses Buchs auf Hanfpapier gedruckt. Es konnte sich aber auf dem Markt nicht durchsetzen. Warum nicht? Weil insgesamt die Nutzpflanze Hanf eine winzige Renaissance erlebt hat in den 25 Jahren. Und dafür ist das Buch im Wesentlichen verantwortlich, weil wir zum ersten Mal, ja eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, die ganzen Informationen mal wieder zusammengetragen haben, Jack und ich und dann die Leute von Katalyse, dass man überhaupt mal wieder lesen konnte. Die sind konnte. Ja größtenteils verloren gegangen und teilweise auch bewusst unterdrückt worden. Als das Buch rausgekommen war in den 90ern, kriegte ich Anrufe von Ärzten, die sagten, Herr Brückers, haben Sie dieses Buch da herausgegeben? Ich sage, bei mir sitzen hier Patienten im Wartezimmer, die haben das Buch auf den Knien, die wollen von mir Cannabis verschrieben haben. Aber ich habe einen Doktor in Medizin und in Pharmazie, davon habe ich ja noch nie gehört. Haben Sie das alles erfunden? Ich habe gesagt, haben Sie das Buch nicht gelesen? Das ist doch alles belegt und so. Also selbst die Mediziner, Pharmakologen hatten überhaupt kein Wissen mehr über diese Pflanze, die über tausende von Jahren eine der wichtigsten und ältesten Heilpflanzen überall auf der Welt war. Weil man es nicht gelehrt hat. Weil es aus den Medizin-Lehrbüchern verschwunden war. Und als ich dann rausgekommen war, war ich am Anfang auch öfter bei Patienten, Selbsthilfegruppen und solchen Leuten, die sich eben die Informationen dann selber wieder aneignen mussten und Ärzte natürlich dann auch, die ihre Leiden, sei es Krebs, sei es MS, sei es andere Dinge, damit auf eine wunderbare Weise kuriert haben. Aus den Lehrbüchern und aus der offiziellen Medizin war das verschwunden.
Und mir wurde am Anfang zumindest auch noch der Vorwurf gemacht, dass wir, das gab es auch einige negative Presseartikel, dass wir ja hier so ein zwei bekiffte Hippie-Freaks erzählen hier, das sei eine wertvolle Medizin und so weiter, erzählen da bekiffte ein, Spinner sozusagen. Spinner, das ist alles Unfug. Ja, das wurde uns vorgeworfen. Das ist nun mittlerweile, Gottlob, vom Tisch, ja. Und das war ja deine Frage, warum hat sich das Papier nicht durchgesetzt? Warum hat sich eben auch die Medizin noch nicht richtig durchgesetzt? Ist immer noch mit riesigen bürokratischen Auflagen verbunden. Warum hat es unsere Bundesregierung seit Jahren nicht hingekriegt, dass wir hier in Deutschland Hanf anbauen können für den Medizinbedarf? Wir haben hier im Buch die Berichte von der Medizinalhanfversuchsanstalt in Oberhapping in Bayern drin. Von wann sind denn die? 1916. Aha. 1916, da war der Erste Weltkrieg, den hatten wir ja, und wir waren abgeschnitten von der Versorgung, weil der Medizinalhanf, das Cannabis, was für die Apotheken gebraucht wurde, wurde aus Indien und aus Sansibar importiert nach Deutschland. Sansibar war ja englisch besetzt schon damals. Und so weiter, ja, ja. Und durch den Ersten Weltkrieg gab es irgendwie Sanktionen, Boykott, Schwierigkeiten. Und da musste man in Deutschland anbauen. Und dann hat Pflanzenversuchsanstalt in Bayern hat das gemacht und hat ihren Bericht veröffentlicht. Und da steht dann drin, ja, die hier gezüchteten Medizinalhanfsorten können mit der bisher importierten Sansibar-Ware, Sansibar war eine deutsche Kolonie in Ostafrika, ohne weiteres konkurrieren. Also wir können hier in Bayern dasselbe gute Medizingras anbauen wie in Indien oder in Afrika. Das wissen wir seit 1910. Und unsere Bundesregierung kriegt es seit Jahren nicht hin, die Patienten, die in Deutschland das brauchen, hier mit deutscher Ware zu versorgen. Deshalb kommt es aus Holland oder sogar aus Kanada. Und deswegen gibt es auch nicht so viel Hanfpapier und deswegen gibt es auch nicht so viele Hanftextilien. Deshalb sind Dämmstoffe aus Hanf immer noch eine kleine Nische. Deshalb gibt es noch nicht in jeder Region Deutschlands, so wie in der Uckermark, eine Hanfgenossenschaft, die Dämmstoffe herstellt. Wir benutzen Steinwolle, wir brauchen dafür Öl und. Also diese ganzen Hemmnisse, die sind immer noch ein Ergebnis der Prohibition, die in den 30er Jahren stattgefunden hat. Diese Hemmnisse verursachen auch eine extreme Verteuerung eines Rohstoffes, der eigentlich ein Cent-Artikel ist. Insbesondere, wenn man guckt in Deutschland, wir haben so viel Brachland auch, wo man Cannabis wieder kultivieren könnte und eben vielseitig verwendbar nutzen könnte. Warum? Wir haben damals mit den Katalyseleuten mal versucht auszurechnen. Wie viel jetzt mal nur auf der Seite des Genussmittel-Cannabis und der medizinischen Versorgung. Wie viel wird in Deutschland konsumiert? Da haben wir die Zahlen der Polizei, ne, was da so hochgerechnet wird, sind ja alles nur Grauziffern, die man da kriegt. Dann haben wir eine Schätzung gemacht, wie viele Patienten gibt es in Deutschland. So. Und wie viel würden die konsumieren? Das war jetzt keine dezidierte wissenschaftliche Studie, aber es war eine durchaus fundierte Schätzung nach bestem Wissen und Gewissen. Wir kamen dann zu dem Ergebnis, wenn wir sowohl den Genussmarkt für Cannabis als auch die Apotheken oder die Patienten versorgen wollen, brauchen wir ein Staatshanfgut, wenn wir es so DDR-mäßig denken also würden. Kolchose. Kolchose, eine große landwirtschaftliche Hanfproduktionsgenossenschaft, ja. Von 200 Hektar. Das ist ein mittleres Landgut. Mehr bräuchten wir nicht. Wir brauchen 200 Hektar Cannabis outdoor und können ganz Deutschland versorgen. Alle Patienten. Alle Patienten und alle Kiffer. Und alle Genusskonsumenten. So, ja, also. Auf 200 Hektar. Auf 200 Hektar. Ja. Das ist ja lächerlich. Das ist lachhaft.
Und dann haben wir ausgerechnet, was wie wären, wenn wir auf so eine Sorten, die Outdoor hier in unserem Klima gut blühen, ja, wir können feminisierte Samen anbauen, das heißt, wir brauchen nicht die Hälfte des Sandfeldes wegzuschmeißen oder anderweitig zu nutzen, sondern wir bauen feminisierte Samen an. Wir ernten pro Pflanze 500 Gramm und das auf 200 Hektar und dann haben wir ganz Deutschland versorgt zu einem Gestehungspreis. Was würde das dann kosten? Was würde ein Gramm, was würde ein Kilo getrocknete Hanfblüten, wenn wir 200 Hektar hier anbauen, was würden die kosten? Was würdest du schätzen? Wenn wir es jetzt wie in Uruguay, Uruguay, okay. Ich mit Steuern dazu gerechnet. Nein, erstmal nur unsere Gestehungskosten. Ich schätze, dass es beim Gramm auf 25 Cent liegt, 200, bei 2500 Euro. Bei 250 Euro pro Kilo. Wir kamen damals auf Kosten. Wenn wir den Hanf outdoor anbauen, so diese Sorten, die es gibt für unser Klima hier, wir brauchen natürlich Personal dafür, wir brauchen aber keine Spritzmittel, ja, wir brauchen keinen Strom, wie jetzt die Indoor-Grower, wir brauchen kein Venti, kein Dings, haben auch keinen Stress mit der Polizei, okay, um das Staatshanfgut, was ich jetzt mal... Du brauchst ein bisschen Sicherheitsdienst aber auch, der das... da könnte man einen Zaun drum legen, das kriegen wir schon hin. Ja? Was kostet Kilo? Ich habe geschätzt jetzt 250 Euro das Kilo. Wir kamen damals auf ein Gestehungs... Wir sind jetzt nur bei den Gestehungskosten. Ja. Auf Gestehungskosten, die etwas über dem von Kartoffeln lagen. Ja? Also 2 Euro. Die Kartoffel kostet nur 1 Euro das Kilo. Das heißt, ja? Wir haben damals gesagt, für 2,50 Mark, es war noch D-Mark-Zeit. Also 1,25 Euro das Kilo. Grad. Es kostet nichts. Ja. Es kostet nothing. Die Pflanze wird 2 Meter hoch. Ja. Ich muss nicht groß spritzen, wenn der Boden gut ein bisschen Dünger ist. Es muss ein fruchtbarer Boden da sein. Aber es ist spottbillig. Dann, wenn wir es staatlich organisieren würden, ja, kannst du dir ausrechnen, was der Handverband hat ja gerade auf der Konferenz ausgerechnet, ich glaube 2,3 Milliarden. Ja, so. Das ist nur das, was jetzt der ganze Prohibitionsquatsch kostet. Die 100.000 Strafverfahren und dieser ganze Irrsinn. Das haben die gerechnet. Diese Kosten könnten wir schon mal einsparen. Aber was wir einnehmen könnten, wenn wir für 2,50 das Zeug kostet nichts. Ja. Und lass diese Schätzung, das ist 25 Jahre her und vielleicht waren wir ein bisschen zu optimistisch. Inflation noch dazu. Dann rechne wegen mir jetzt 20 Euro das Kilo. Aber wann ist 20 Euro das Kilo? Nix, ja. Das könnten wir staatlich organisiert tun. Mein Vorschlag einer Legalisierung würde auch in so eine Richtung gehen. Ich finde, wir können aus Amerika, wo ja jetzt die ersten Bundesstaaten es getan haben, können wir viel lernen. Die Amerikaner haben zum Beispiel da in einigen Staaten sehr gute Gesetze erlassen, dass sie gesagt haben, alles, was wir einnehmen an Steuern durch das Marihuana, das muss gezielt eingesetzt werden. Also das wandert nicht in den allgemeinen Steuersäckel, sondern in den Säckel für Prävention, Bildung und so weiter. Wir müssen auch eine anständige Drogenerziehung hinkriegen, wenn wir Leute abhalten wollen, egal welchen Substanzen zu verfallen, sich in Drogen zu flüchten, weil sie anderswo Probleme haben. Da müssen die Leute erzogen werden, deshalb müssen wir in Bildung investieren, in Prävention investieren und wenn wir mit Marihuana jetzt viele Millionen einnehmen, dann kommt das unserem Bildungssystem zugute. Das finde ich so in die Richtung, ein Steuergesetz zu machen, finde ich einen sehr guten Vorschlag. Andererseits möchte ich nicht,
wenn wir in Deutschland jetzt hier diese Diskussion, die ja kommen wird, ob in 3 Jahren oder in 5 oder in 10, ich bin mittlerweile geduldig geworden. Wobei dieses Gefühl ist momentan da, dass es nicht mehr lange dauert. Es kann nicht mehr lange dauern, aber wir müssen die CSU, ich habe das damals schon gesagt, ich sage, Leute, die Grünen und die Linken und die Liberalen und im Prinzip jeder, der schon mal 3-mal an einen Joint gezogen hat, dem muss man eigentlich nicht sagen, dass es völliger Irrsinn ist, mit dem Strafrecht das zu verbieten. Wir müssen es regulieren, wir müssen auch unseren Jugendlichen klar machen, wie beim Tabak und wie bei anderen Substanzen, wie man damit umgeht. Aber mit dem Strafrecht und mit der Keule, das sieht eigentlich jeder ein, ja, bis auf so ein paar. Deshalb habe ich immer früher gesagt, die CSU ist aber heute wahrscheinlich noch genauso, die das noch nie probiert haben und die den ganzen Prohibitionsquatsch, der tief 100 Jahre lang in die Hirne konditioniert wurde, die das immer noch glauben. Wobei man ja sagen muss, jetzt auf der Konferenz war ja auch ein CDU-Mann da. Genau, dass auch in der Jungen Union und in diesen Kreisen mittlerweile ein Einsehen herrscht. Und wenn selbst in den USA, gut, Donald Trump noch nicht, der müsste es ja noch auf Bundesebene denn legalisieren. Ja. Ich habe unlängst einen Kommentar dazu geschrieben und habe gesagt, es wäre ja nur wirklich ein Witz, wenn so eine Gestalt wie Trump, so ein irrer Vogel, kommen muss und allen Liberalen und Linken und Sozialdemokraten und so vormachen muss, dass er den Hanf legalisiert, bevor wir das zum Beispiel hier schaffen, wo wir uns immer für so reformerisch und so weit vorne und so weiter und Öko-Weltmeister dazu. Ja, Bröckers, mein Gast heute, der Autor zusammen mit Jack Herer und Katalyse-Institut, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze haben. Was können die Leute tun, um dieses Wissen, abgesehen mir zuzuhören, wenn ich vorlese, was können die Leute privat tun? Welche Möglichkeiten haben die Leute, dass Cannabis legalisiert wird? Auch was können die Zuschauer zum Beispiel jetzt? Ja, was könntest du denen zum Beispiel mitgeben? Ich gebe denen immer mit, eigne euch dieses Wissen an und verbreitet das. Ich glaube, wie gesagt, als wir Jack und ich 94, 95 eine Tour gemacht haben durch Deutschland, als das neu rauskam. Und dann haben wir nach so ein paar super kritischen Artikeln, wie das sind so zwei bekiffte Spinner, die sich da sowas ausgedacht haben. Genau, da waren wir übrigens auch. Da habe ich mit Jack eine große Tour gemacht durch Deutschland. Da waren wir in einigen Städten und haben das Buch vorgestellt. Also von Hamburg, Frankfurt, Köln, Berlin und so weiter. Und dann, danach sind wir weiter nach Holland gefahren. Und da war der Cannabis Cup, der einmal im Jahr, immer jetzt um die Zeit, ich glaube, er ist jetzt gerade wieder, ist ja Thanksgiving, treffen wir uns heute hier, großer amerikanischer Weihnachtsfeiertag. Ja. Und über Thanksgiving findet in Amsterdam immer der Cannabis Cup statt. Der war damals, ich weiß nicht, ob die es immer noch machen, organisiert von der High Times, so einer US-Cannabis-Magazin. Und da flogen dann so 2 Jumbo-Jets von US-Freaks ein. Und die verschiedenen Grower aus Holland hatten verschiedene Sorten zur Verfügung gestellt. Und die Leute, die da so dann eingeflogen waren, die haben irgendwie da Eintritt bezahlt und bekamen so einen Pass. Und in den verschiedenen Coffeeshops waren diese 7 Sorten nur mit einer Nummer nummeriert dann auch zu haben. Und die Zuschauer sozusagen konnten abstimmen. Und dann gab es auch noch eine Jury von so ein paar Prominenten, ja. Und Jack war natürlich in der Jury, ja, und wir kamen dann da an in Amsterdam, da hatten sie da für uns so ein schönes Hotel und wir waren da gerade, ich weiß gar nicht, waren wir mit dem Zug oder mit dem Auto, waren wir gefahren und waren gerade angekommen, saßen so unten in der Lobby und dann hatte ich angerufen, den Veranstaltern hier, wir sind jetzt da und dann kam gleich einer und sagte, hier, ihr seid ja von der Jury, hier sind diese 7 Sorten. Und dann bekamen wir so 7 Tütchen, jeweils 50 oder 100 Gramm drin. Da stand aber nur 1 bis 7 drauf.
Und dieser Typ sollte noch sehr bekannt werden. Und wir hatten dann 3 Tage Zeit oder 4 und die Zuschauer alle auch in den Coffeeshops, die das da dann konsumiert haben und dann Fragebogen ausgefüllt und die Jury hat geurteilt. Und irgendwie haben wir uns da auf Nummer 4 ist das gut Beste gewesen von den 7. Okay. Normalerweise hätte man da 3 Monate testen müssen, wirklich in aller Ruhe. Aber wie gesagt, wir mussten uns da in 3 Tagen oder so entscheiden und dann war Nummer 4 der. Und dann ist Samstag im Paradiso, da in dem Club, die große, der Sieger, Number 4. Nummer 4 hat er gewonnen und das war eine Sorte von Sensi Seedbank. Ben Dronkers, Sensi Seed. Und dann sitzen wir dann danach, irgendwo Jack und ich und noch ein paar so beim Essen, da kommt Ben und sagt, ey Jack, bist du einverstanden, dass ich die Sorte nach dir benenne? Ich zahle dir auch was dafür. Jack hat gesagt, okay. Ja. Und seitdem heißt die beste Sorte Jack Hera. Und ich habe eben gesagt, naja, eigentlich, wenn wir richtig das gut hätten testen wollen, die 7 Sorten, hätte man sozusagen vielleicht 2-3 Wochen gebraucht, ja, um da. Ja, wirklich nur eine mal 2-3 Tage und dann die andere 2-3 Tage, ne, und so, so waren es halt. Aber vor ein paar Jahren war ich mal wieder in Amsterdam und hier die Freunde von Sensi Seed besucht und die sagt, Matthias, willst du was rauchen? Und ich sage, ja. Ja, stellen mir ein Döschen hin, sag ich, was ist das? Ja, das ist hier Apothekengras. Und ich sag, Bedrocan. Ich sag, ja, ist Jack Hera. Ja, Ben Dronkers Cannabis. Also, das Gras, was wir damals in den 3 Tagen ausgeguckt haben, als das Beste. Ist heute das beste Medizingras, was du kriegen kannst. So ist der Name Jack Hera entstanden. Und wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin oder mal einen Vortrag mache oder so und sage, ja, als ich mit Jack Hera, da kommt, was ist Jack Hera? Was redet der denn? Das ist doch eine Blüte. Nee, das ist ein Typ und das ist der, kann man sagen, Hamster of the Century wurde er auch genannt von der High Times. Also der Mann, der wirklich diese Botschaft over and over and over again rübergebracht hat. Und Jack war ursprünglich ja das genaue Gegenteil. Jack stammt aus New York. Seine Eltern waren polnische Juden, die in der Hitlerzeit nach Amerika gekommen waren. Dann mit 17, was soll ich machen? Gehe ich in die Armee, dann wurde er Soldat im Koreakrieg und Übersetzer ins Koreanische und dann kam er wieder und dann hat er geheiratet und einen Job als Vertreter von Leuchtreklame gehabt. Also gar keinen Bezug. Und hat Barry Goldwater gewählt, den reaktionärsten Politiker, den es damals auch bei den Republikanern gab. Trug Neiltesthemden und fuhr irgendwie mit dem Auto da mit Leuchtreklamen durch die Gegend. Und seine Frau hat irgendwann einen Job im Café angenommen. Und dann kam sie irgendwann mal und sagt, Jack, ich hab da, ich soll mir mal Marihuana rauchen. Was? Du rauchst Marihuana? Also Jack stand am Telefon, wollte die Polizei anrufen. Ehrlich? Ja. Und das Teufelszeug, das ist ja so. Und er hatte die ganze Prohibitions-Reefer Madness-Paranoia. Man zieht einmal am Joint und man wird völlig irre. Ja. Man begeht Morde, man vergewaltigt die nächste Person, die in den Raum kommt und so weiter. Ja. Das, und seine Frau fing jetzt an zu kiffen, weil sie das cool fand, da mit ihrem. Und Jack, also du lässt das und wenn du morgen nicht damit aufhörst, gehe ich zur Polizei und so weiter und so weiter. Ging nicht mehr lange gut die Ehe, dann haben die sich getrennt. Jack hat wieder geheiratet. Und die hat auch gebufft. Und dann passiert ihm was Ähnliches wieder. Wieder kommt die Frau und sagt, ey, und Jack,
fing wieder an, ist wieder ausgerastet. Und dann hat er aber gesagt, nee, jetzt ist die zweite Frau und so, jetzt vielleicht sollte ich mal auf sie hören. Und dann hat er erzählt, ich habe auch auf meiner Webseite ein Interview, da kann man die Story nochmal... Nenn mal deine Webseite eben, bitte. Brockers.com. O-E oder Ö? O-E-C-K-E-R-S.com. Und da ist auch ein Interview mit, langes Jack. Interview mit Jack Herer zu finden. Wenn man da oben Jack Herer eingibt, kommt man gleich hin. O-E. brockers.com. Und die Frau, die hat ihm ein bisschen Gras. Und dann hat er so wie Bill Clinton gesagt, ja, ich habe zwar gezogen, aber nicht inhaliert. Hat er gesagt, ja, und dann habe ich das aber schnell wieder ausgepustet. Ich hab gesagt, ja, ich merke überhaupt nichts. Und ach, jetzt seht doch alles nur Quatsch und Adel da. Ja, so. Und dann hat die Frau gesagt, nee, Jack, du musst mal. Nee, ach komm, jetzt hör auf. Ja. Und dann kam sie aber zwei Tage später wieder und sagt, hier, ich habe dir jetzt mal hier was mitgebracht. Und das war Acapulco Gold, damals eine berühmte mexikanische Sorte, ja, die also eben auch in Kalifornien am Start war. Und dann hat Jack davon geraucht und hat dann auch mal inhaliert. Und dann sagte er, ja, und dann habe ich den Kopfhörer aufgesetzt. Und dann lief meine Lieblingsplatte. Und dann war ich von den Socken. Okay. Da habe ich die Musik ja zum ersten Mal überhaupt richtig gehört. Und dann setze ich den Hörer ab und sage, das ist Marihuana. Und das ist verboten. Das ist doch Wahnsinn. Ja, und da fing er an sozusagen so wurde er vom Saulus zum Paulus und Aktivist und zum Aktivisten und sagt am Anfang, als ich dann, haben die alle gedacht, weil ich immer noch in meinem Anzug kam und mit meinem Neiltestament und mit meinem Vertreterauto, ich sei irgendwie ein FBI-Spitzel, ja. Und er hat also eine Weile gebraucht, bis er so eine gewisse Credibility, weil er so aus dem totalen rechtsbürgerlichen Lager kam. Ja. Ja. Aber dann hat er da noch einen Freund getroffen, der ihn da noch richtig draufgebracht hat. Und dann haben sie so einen kleinen Headshop aufgemacht und dann hat er das erste Flugblatt produziert und daraus wurde dann die Broschüre und so ging's weiter. Und am Ende das Buch. Das ja. Buch. Ich habe hier eine Frage. Wie sieht Matthias die Zukunft des Hanfs weltweit aus der heutigen Perspektive? Wie sieht die Zukunft aus für Cannabis? Ja, mir geht es ja nicht nur jetzt um die Entkriminalisierung des Genussmittels Hanf, sondern mir geht es darum, dass wir sozusagen eine Cannabis-Renaissance weltweit wieder hinbekommen, sprich, dass der Hanf auch als Nutzpflanze wieder auf die Felder zurückkommt, dass wir aufhören, Nutzpflanzen anzubauen, mit denen wir die Gewässer und die Erde und die Böden vergiften. Raps. Zum Beispiel, dass wir aufhören, Wälder abzuholzen für Papier, dass wir auch aufhören, Energiepflanzen, sogenannte, zu verwenden, die viel, viel weniger Energie liefern als noch der allerschlechteste Hanf, dass wir aufhören, Massen von Öl zu verbrauchen für unsere Polyester und Nylon und sonst wie Textilien. Dass wir aufhören, Öl und Benzin zu verbrauchen, dass wir uns anschauen, wie wir es in dem Buch ja gezeigt haben, dass man schon in den 20er, 30er Jahren ein Auto gebaut hat, dessen Karosserie aus Hanffasern war und das hinterher auf den Kompost konnte. Das Auto, das vom Acker wächst, von Ford, der hat dann seine Versuche eingestellt, als 37 die Prohibition kam und der Hanf komplett verboten wurde.
Und als wir dann mit dem Hanfhaus damals in den 90ern wieder angefangen haben, da gab es eben auch und gibt es bis heute die Probleme dieser, ich sage immer, diese Prohibitionskampagne in den 30er Jahren, die ja Reefer Madness Ära genannt wird, das ist die erfolgreichste Gehirnwäsche-Operation des 20. Jahrhunderts gewesen. Dieser die Unfug, bis heute wirkt, ne? Dieser Unsinn, dieser ganze Quatsch, der steckt bis heute in den Hirnen und wird bis heute reproduziert und wiederholt. Und wenn man sich unsere aktuellen Drogenbeauftragten und so weiter anhört, das ist bis heute in den Gehirnen drin. Und das ganze Segensreiche, was diese Pflanze über 10.000 Jahre der menschlichen Zivilisation gebracht hat. Kolumbus wäre nie über den Ozean gekommen mit Baumwollsegeln oder mit Wollsegeln. Die wären ihm nach 3 Tagen durchge... Und er wäre nicht zum Massenmörder zum ersten geworden. Und so weiter. Na gut, das... Also, die ganzen Dinge, die vergessen wurden und die auch unterdrückt wurden, weil dann auf einmal Öl zum Rohstoff wurde, weil dann auf einmal eben Pharmaka in die Apotheken kamen, weil man mit diesem milden Schmerz- und Beruhigungsmittel Cannabis auf einmal, ja, wurde es als gefährlich und als suchterzeugend und hingestellt. Diese ganze Entwicklung zurückzufahren, die Frage, wie soll die Zukunft aussehen? Wir sind immer noch dabei, diese Gehirnwäscheoperation sozusagen zurückzufahren und rückgängig zu machen. Und wir haben vor 25 Jahren mit dem Buch angefangen und viele, viele Menschen wissen das mittlerweile. Die Politik steht immer noch überall auf der Bremse. Dass es in den USA jetzt die einzelnen Bundesstaaten tun, das hat damit zu tun, dass der Föderalismus dort noch ausgeprägter ist als bei uns. Wenn in Berlin jetzt, sage ich mal, eine Abstimmung stattfinden würde, wir sind ja auch ein Bundesstaat, ja. Wir könnten hier morgen, ähnlich wie in den USA jetzt Kalifornien oder auch New York, auch so ein Stadtstaat, so ein bisschen größer als Berlin, könnten wir abstimmen, dann würde hier in Berlin möglicherweise auch eine deutliche Mehrheit für eine sofortige Legalisierung plädieren. Aber das können wir nicht, weil wir ein Bundesstaat sind, der eben diese föderalistischen und auch Volksabstimmungen und so weiter bundesgesetzlich, landesgesetzlich reduziert hat. Ja, so. Und auch diese, ich habe damals ja mit Jack in den 90ern, 96 noch, war ich ein paar Wochen in Los Angeles, wo er gelebt hat. Wir haben Flugblätter verteilt an seinem Infostand, den er jahrelang gemacht hat, in Venice Beach an dem Strand von Los Angeles. 14 Mal verwarnt worden ist, weil er den immer auf der anderen Strandseite, also auf der Strandseite gemacht hat. In Venice Beach darfst du nur auf der Seite Stände machen, die einen Haufen Geld kosten. Und auf der Strandseite nicht. Und er hat gesagt, nein, ich bin kein kommerzieller Stand, deshalb darf ich das hier machen. Ich bin politische Information. Und dann hat er 14 Mal von der Verwaltung da Bußgeld gekriegt und hat sich geweigert, das zu bezahlen. Gesagt, nein, hier Gesetz, ich bin politische Information und politische Informationen dürfen laut Gesetz überall verteilt werden und da könnt ihr hier nicht und so. Und weil er 14 Mal das Bußgeld nicht bezahlt hat, hat er dann einen Monat Knast gekriegt. Und da ist er im Knast und sagt da, ja, da habe ich dann endlich mal Zeit gefunden und habe all das aufgeschrieben. Wenn ich die 4 Wochen nicht im Knast gewesen wäre, wäre ich vor lauter Action gar nicht dazu gekommen. Da hatte ich endlich mal die Ruhe. Und dann hat er da das Skript geschrieben, die ersten Notizen zu dem Buch gemacht, was dann am Ende das hier geworden ist in Deutschland. Und das ist ja fast überall auf der Welt mittlerweile. In wie vielen Sprachen gibt es das? Ach, es gibt es in Japanisch, das gibt es in Japan. Ja, es gibt es überall. Ja, geil. Ja. Also ja, nicht in der Version, also, ja. Weil das ist ja die deutsche Ausgabe, ja. Die ist auch in einigen Sprachen übersetzt. Okay. Das hier ist in Italienisch, in Französisch, in Europa sowieso, ja. In Osteuropa auch. Und ja, das ist aber entstanden, weil dieser Aktivist Jack Kehrer
da sich durchgestellt hat und dann verurteilt wurde zu so ein paar Wochen Knast. Und da fand er endlich mal die Ruhe. Das heißt also, die Leute hier in Deutschland sollen sich stur stellen. Weil sie wissen die Wahrheit und die Fakten. Ja, also was wir die Politik steht auf der Bremse. Man soll keine Partei wählen, die nicht für eine Legalisierung von Cannabis ist. Man soll auch aktiv werden in seinen Regionen. Ich habe ja, wie gesagt, eben schon mal gesagt, wir können viel aus Amerika abgucken jetzt, weil die uns da voraus sind. Aber auch, die haben auch die finanziellen Mittel. Du darfst nicht vergessen, dass dort Millionenbeträge reingeflossen sind, auch irgendwann. Und bis heute... Die haben am Anfang auch nur eine Volksabstimmung gemacht, ja, dass sie medizinisches Marihuana legalisieren wollen. Da gab es, glaube ich, ein paar hunderttausend Euro für. Aber sie haben eine viel größere Lobby gehabt damals und vor allem mehr nicht? Nö, würde ich nicht sagen. Also, wie gesagt, wir haben damals Medical Marihuana, wie gesagt, da gab es ein paar hunderttausend Spenden. Dadurch konnten Leute wie Jack Herra und die anderen in Kalifornien, die Initiativgruppen Flugblätter drucken und Zeitungswerbung machen, so, das könnte man hier aber auch. Aber da braucht man ja auch die finanziellen. Aber wir haben hier nicht die Möglichkeit der Volksabstimmung in dem Sinne, wie es die Amerikaner eben haben. Und deshalb haben wir da 96, wie gesagt, Flugblätter verteilt. Und dann ist 96 Medical Marihuana in den USA, das war der erste Bundesstaat in Kalifornien, legalisiert worden. Und dann ging es dominomäßig ein Bundesland nach dem anderen medizinisch. Und jetzt kommt eben auch das Recreational, also das Genussmittel, nach und nach in die Abstimmung. Und es wird noch dauern. Nochmal 10 Jahre vielleicht. Weil die Politik eben auf der Bremse steht und bei uns eben auch eine CDU regiert, die seit Jahren auf der Bremse steht, aber die SPD und die Grünen, wenn sie an der Regierung waren, wären auch kein Deut besser. Im Gegenteil, damals unter Schröder, Fischer, Rot-Grün, haben sie die Hanfsamen verboten. Ja, weil wir damals die weiterverkauft haben, bin ich verurteilt worden. Ja. Obwohl wir es als Vogelfutter deklariert hatten, haben sie mir aber nicht abgekauft. Und ich bin verurteilt worden, weil wir im Hanfhaus damals 50 Kilo Hanfsamen verkauft haben. Ja? Für gar nichts, für nicht mal eine Droge. Für Hanfsamen. Für Hanfsamen habe ich 15 Monate auf Bewährung gekriegt. Ja, wenn irgendwann mal die Legalisierung kommt, dann werde ich sagen, Leute, da müsst ihr mich jetzt mal entschädigen. Ja. Ich bin zwar nicht im Knast gewesen, aber ich habe für Hanfsamen das beste Vogelfutter der Welt. Ja? Okay, man kann auch eine Pflanze daraus ziehen. Aber dafür habe ich irgendwie eine Gefängnisstrafe gekriegt. Ja? Mein Anwalt hat mir hinterher gesagt, also 15 Monate auf Bewährung ist aber heftig für jemanden, der sich nie was hat zu Schulden kommen lassen im Leben. Da hättest du auch 5 Kilo Koks schmuggeln können. Da hättest du mehr Geld mitgemacht als mit Hanfsamen. Ja. Ja. Was kann der Einzelne dafür tun, auch bei Gegnern der Legalisierung zum einen Umdenken beizutragen? Argumentieren. Aber in der Argumentation ist es oft die Gespräche, das weißt du selber, dass vor allen Dingen, wenn du selber Konsument bist, dass du reduziert wirst auf den Konsum nur. Und da lassen sich viele, wenn dir das Wissen fehlt, natürlich auch fatalerweise drauf reduzieren und haben dann plötzlich keine Argumente mehr. Und da ist es wichtig, eben auch dieses Buch zu lesen, um wegzukommen vom Konsum. Das ist meine persönliche Meinung. Und auf die anderen, was geht eben noch mit Cannabis? Was können wir aus Cannabis eben noch machen? Ja, aber wie gesagt, wenn du auf den Konsum reduziert wirst, dann musst du zum einen klar machen, okay, belassen wir es mal dabei. Nehmen wir mal an, Cannabis hätte keinen anderen Nutzen. Weder medizinisch noch ökonomisch, ökologisch, sonst wie. Es wäre nur so ein Kraut, wie Tabak. So ähnlich wie Tabak oder Tee, was man rauchen kann oder irgendwie zu sich nehmen kann und hätte die bekannte Wirkung. Ja? Auch dann besteht doch überhaupt kein Grund, es mit dem Strafrecht zu verfolgen, dafür Leute ins Gefängnis zu werfen, weil sie Tabak rauchen oder weil sie Kaffee trinken oder weil sie Bier trinken.
also natürliche Substanzen zu sich nehmen, Tee, die die Natur bereitstellt, weil sie die zu sich nehmen, da mit dem Strafrecht ranzugehen und zu sagen, nein, und wer das nimmt, der wird bestraft und wenn er nicht auf uns hört, dann kommt er ins Gefängnis. Das ist doch Steinzeit, das ist doch Mittelalter. Wo leben wir denn? In was für einer Gesellschaft, die Alkohol, durch den pro Jahr 50.000 Menschen krepieren, legalisiert, besteuert und damit Geld einnimmt, an dem noch nie ein Mensch gestorben ist, mit dem 150.000 Strafverfahren verfolgt. Das ist doch alles Wahnsinn und Irrsinn und hat keinerlei Maß. Selbst wenn es den ganzen Nutzen nicht gäbe von Cannabis, müsste man doch argumentieren, dass diese Prohibition nur Geld kostet und gar nichts bringt und dass man das morgen beenden muss, den Konsum mit dem Strafrecht zu regulieren. Was stimmt in den Köpfen dieser Prohibitionisten dann nicht? Was stimmt in den Köpfen von Menschen wie Thomasius, wie Mortler? Was stimmt dann bei denen? Die müssen das doch auch wissen, das, was du da auch alles erzählst. Das ist ja bekannt, das ist ja kein Geheimnis mehr. Das ist nicht mehr so leicht zu verstecken, wie noch in den Anfangszeiten zu Enzlinger, als seine Familienbande versucht hat, alles zu verstecken, zu verbrennen, zu unterdrücken, aus den Bibliotheken verschwinden zu lassen. Was stimmt bei diesen Menschen nicht, bei diesen Prohibitionisten im Kopf? Da rein ideologische Sachen, die keinen, nicht mal einen Kosten-Nutzen haben, im Gegenteil. Naja, sie sind letztlich Marionetten und verteidigen da bestimmte Linien der Politik, wo man eben sagt, ja, da wollen wir auf keinen Fall irgendwie was tun. Damals, warum sind die Hanfsamen Ende der 90er verboten worden? Da waren die Grünen ja mit an der Regierung und ich kenne einige der führenden Grünen und habe dann damals gesagt, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Ihr Grünen macht ein neues Betäubungsmittelgesetzreform und da werden jetzt auch die Samen von Cannabis verboten. Ja, das war damals ein Deal mit der CSU. Die Grünen wollten, dass auch in den Knästen Automaten mit sauberen Spritzbestecken bereitgestellt werden. Und dafür hat man das dann geopfert? Weil sie wussten, wir kriegen es nicht hin, die Knäste drogenfrei zu halten. Und ehe sich die Leute da mit Dreck infizieren, stellen wir doch Automaten mit Spritzen da auf. Dass sich die Junkies wenigstens, wenn sie schon Dreck spritzen, wenigstens saubere Spritze haben und sich nicht mit einer spritzen und so weiter. Und was menschlich absolut richtig ist von der grünen Seite her. Aber dann müssten die auch saubere Ware kriegen, um dann die saubere Spritze. Ja, aber irgendwie, ja. Wenn du so, und dann hat die CSU gesagt, gut, das machen wir, und auch Druckräume, da machen wir mal Frankfurter Modell, da machen wir mal Ausnahmegenehmigungen, aber dafür müsst ihr an der anderen Ecke den Dings anziehen und dann müsst ihr die Hanfsamen verbieten. Das war damals der politische Deal und so sind die Samen ins Verbot gekommen und wir hatten ja damals das Hanfhaus und ich habe gesagt, Leute, ich lasse mich doch nicht verarschen. Dann verkaufen wir das ab sofort als Vogelfutter. Und dafür haben wir dann eine Hausdurchsuchung. Ach, ein riesen Bohai, ein großes Verfahren. Ja. Das ist, ja, was kann man tun? Man muss argumentieren, man muss Wissen haben, man muss klar machen, das Strafrecht ist keine Methode, um auch junge Menschen zu einem vernünftigen Gebrauch von Substanzen jeder Art, nicht nur Cannabis, zu erziehen. Eine Verurteilung eines jungen Menschen, vielleicht noch zu einer Haftstrafe, ist ein Einstieg für eine kriminelle Karriere. Wie viel Elend und wie viel Leid diese Prohibition, gerade bei jungen Leuten, die mal, weil sie erwischt werden, ihre Lehrstelle verlieren, an der Schule Ärger kriegen und so weiter. Wenn man das alles sich anguckt und wenn wir das alles noch mal kurz sehen könnten, dann das ist der blanke Horror, was diese Prohibition verursacht.
mit dem angeblichen Ziel, wir wollen doch unsere Kinder und unsere Enkel, unsere jungen Leute, die wollen die wir Volksgesundheit doch, und die, das Volk dahinter. Wollen wir gesund halten und so weiter und so weiter. Die Prohibition produziert die Opfer, die sie zu retten vorgibt. Und natürlich gibt es Menschen, die können mit Cannabis und die können mit Alkohol und die können mit anderen Substanzen oder auch mit Schokolade nicht richtig umgehen. Natürlich gibt es die. Aber und da muss ich dann auch als Staat oder als Eltern oder als Behörde oder als Schule was tun und muss gucken, wie ich sie von dem Trip runterbringe. Aber mit der Polizei und mit dem Knast funktioniert so etwas nie und nicht. Und wenn mich Eltern fragen, weil ihre Kinder, ja, mein Sohn und so weiter und so weiter, und du kennst dich da aus, ich habe ja selbst Kinder und ich habe Enkel, und hat in der Schule, ja, und jetzt kifft er und jetzt, ich habe immer gesagt, nein, also schiebt es mal nicht aufs Kiffen. Die Probleme haben wahrscheinlich woanders angefangen. Entweder hat dein Sohn oder Tochter, wer immer, in der Schule Probleme, mit denen er nicht klarkommt und findet sonst irgendwie nichts und flüchtet sich jetzt in seine Bonks, die er sich manisch reinzieht von morgens bis abends. Ja? Das ist aber eine Flucht vom anderen Problem. Das wird dadurch noch schlimmer. Deshalb sage ich allen Leuten, hallo, Cannabis erweitert das Bewusstsein. Aber nur, wenn man eins hat. Wo nichts ist, wenn ich keinen Plan habe, wenn ich keine Idee habe, wenn mir langweilig ist. Wenn ich dann eine dicke Tüte rauche, ja, da wird mir ja noch langweiliger. Was heißt Bewusstseinserweiterung? Bewusstseinserweiterung heißt, wenn ich das Bewusstsein von etwas habe, was ich gerade tue, was ich mache, egal was, aber ich habe einen Plan, ich mache irgendwas und dann rauche ich vielleicht ein bisschen was dazu. Ja, dann wird das vielleicht besser, was ich gerade mache. Aber wenn ich da einfach nur abhänge oder nur einfach nur dumpf schon das vierte Video hintereinander mir reinziehe oder sonst was, ja, nee, funktioniert nicht. Und deshalb muss man den jungen Leuten, die dann Probleme kriegen, das so klar machen. Aber 90% oder 95% der Leute, die das konsumieren, haben ja überhaupt kein Problem damit. Das ist ein ganz geringer Teil. Geringer Teil, den werden wir nie mit dem Strafrecht wegkriegen. Natürlich braucht es eine Regulierung. Es braucht eine Regulierung für alle Substanzen. Wir wollen nicht, dass Rattengift bei Rossmann verkäuflich ist. Und wir wollen auch kein Kokain an 12-Jährige verticken. Ja? Ich bin ja grundsätzlich für eine Entkriminalisierung sämtlicher Substanzen. Aber Regulierung braucht es. Und es braucht Ausbildung. Aufklärung. Es braucht Aufklärung. Ich muss lernen, wie ich mit dem Zeug umgehe. Ja, ich war öfter ja auch früher an Schulen und habe, weil die Lehrer mich angerufen haben, haben gesagt, können Sie nicht mal bei uns einen Vortrag machen? Die Kids nehmen mir hier gar nichts mehr ab. Aber Sie kennen sich doch aus. Und ich habe versucht, was ich eben schon sagte, ja, wenn euch langweilig ist und ihr flüchtet euch sozusagen in den Cannabisrausch, lass das, das wird nichts. Ja? Auch andere, auch Alkohol oder andere Rauschdrogen, die sind keine Fluchtorte, keine geeigneten. Vielleicht mal kurzfristig, okay, ja, aber wenn das, kann man sich ja mal die Hucke zurauchen, wenn man frustriert ist. Man trinkt ja auch mal einen über den Durst, ja. Aber wenn man es am nächsten Tag schon wieder machen muss und am vierten schon wieder, dann ist irgendwo anders ein Problem und das muss ich lösen. Und das löse ich nicht, indem ich mir noch eine Tüte drehe. Also so und vor der Matte arbeiten, Bon zu rauchen, ist auch nicht unbedingt der richtige Plan. Lieber noch die Zeit verwenden, da den Scheiß vielleicht sich ein bisschen reinzuziehen. Ja. Und viele Leute machen die Erfahrung, auch junge Leute, dass ihnen das, wenn sie so damit umgehen, wenn sie wissen, was sie machen wollen oder wenn sie Musik machen wollen oder wenn sie Sport machen wollen, vielleicht auch. Ja, wie ich zum Beispiel, ich mache immer Sport und rauche mir vorher noch immer Sport. So, ja, also wenn man einen Plan hat, dann kann man das gut mit Cannabis. Aber wenn man keinen hat, dann funktioniert es nicht. Nee. Ich habe hier noch Fragen.
Frage an Herrn Bröckers. Was denken Sie, wie lange es noch dauert, bis Cannabis in Deutschland legalisiert wird? Von Chinui 86. Und seine zweite Frage. Machen wir erstmal die erste. Was ist Als wir, ich habe eben erzählt, wir waren da auf der Tour, ich 94, 95, als das Buch gerade da Ja. war. Und das Buch war ja ein Mega-Bestseller und die Leute haben gesagt, oh, denen ist ja wirklich die Klappe gefallen, vielen, ja. Und jetzt waren die beiden hier, Jack und ich, da am Start und dann kam immer hinterher aus dem Publikum genau die Frage, ja, was glaubt ihr denn, wie lange es noch dauert, bis legalisiert wird? Und ich habe damals, 94, gesagt, ich glaube, wir werden das in diesem Jahrtausend nicht mehr erleben. Und da haben die Leute gesagt, also so ein Pessimist, Herr Brückers, also das muss doch Aber jetzt, das wird aber ja auch das in steht doch, Bayern nicht mehr das was sein. alles, das waren noch 6 Jahre, aber Ja. das steht, jetzt muss doch morgen, also wer das gelesen hat, der kann doch nicht mehr für eine Prohibition sein. Ich sage ja, aber ich war ja damals auch nicht mehr so ganz jung, hatte schon so ein bisschen Lebenserfahrung und kannte mich, wie gesagt, mit der Politik aus, habe mich als Journalist da mit Politik und so beschäftigt und weiß, wie langsam die Mühlen dort mahlen. Ich hatte, als das Buch frisch aus der Druckerei kam, 7 Stück genommen und habe die an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geschickt. An jeden Richter. An jeden Richter einen. Wir haben 7 Verfassungsrichter. Ja. Damals war beim Bundesverfassungsgericht gerade anhängig ein Urteil des Oberlandesgerichts Lübeck, was Neskowitsch. Wolfgang Neskowitsch, damals Richter dort, zum Verfassungsgericht überwiesen hatte, der sich geweigert hat, da einen Cannabiskunden nach Verurteilen. den üblichen Richtlinien weiter zu verurteilen. Und jetzt hatten die Verfassungsrichter dieses Ding da zu liegen und waren da, kurze Zeit darauf kam dann auch das berühmte Haschisch-Urteil. Das hatte dann zur Folge, dass diese geringen Mengen in Deutschland eingeführt wurden, wo kein Strafverfahren mehr eröffnet wird. Jedenfalls habe ich 7 dieser schönen auf Hanf gedruckten Werke an das Bundesverfassungsgericht geschickt und bekam dann ein Schreiben auch vom Sekretariat, dass die Richter, dass es den Richtern leider nicht erlaubt sei, Geschenke anzunehmen. Also habe ich gehört, ist ja eine gute Regel. Richter sollen nicht Nicht beschenken. bestechen. Aber dass sie das Buch in die Bibliothek des BVG aufgenommen haben. Ah, okay. Also, und dann kam ja dann im Mai 94, glaube ich, dieses Urteil von den Richtern und da war ein Minderheitenvotum drin. Also, die haben ja immer die Möglichkeit, die haben dann entschieden, ja, die Cannabisverbot ist gerade noch mit der Verfassung vereinbar, aber man sollte diese geringen Mengen einführen. Das war Genau. so der Spruch damals. Und ein Richter hat gesagt, nee, also das geht jetzt, das geht nicht weit genug, wir müssen komplett so, weil das ist verfassungswidrig, auch dann ab bis 5 Gramm und ab 6 verstößt man gegen, ach, das ist alles Quatsch. Da habe ich mir dann gedacht, als es das dann rauskam, das Urteil, ach so, okay, einer von den 7 war in der Bibliothek und hat mein Buch studiert. Ist deine Einschätzung um die Frage so, Ja, kann man schwer, aber ich kann glaube, es man kann schwer man. einschätzen. Wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, wir müssen letztlich die CDU, CSU überzeugen. Die Linken und Grünen und Liberalen, die sind da seit 10, 20 Jahren überzeugt. Wir müssen es in die konservativen Kreise aufs Ja. Münchner Oktoberfest tragen. Das ist ja die Aktion des Deutschen Hanfverbands ja echt gut, dass sie am Oktoberfest einen Stand machen, wo sie Hopfen Ja. aufstellen. Und zwar haben die dieses Jahr Folgendes gemacht. Die haben die verpackungstypischen Tütchen genommen und haben dort Dolden reingemacht von sag mal schnell, womit Hopfen? Hopfen. Ich kenne mich mit Hopfen nicht aus, es war auch ein Hanfgewächs. Und haben das gemacht und haben das da so verteilt. Ich fand die Aktion sehr, sehr gut. Ja.
um eben auch aufzuklären. Und dort sind die konservativen Kreise, die sich besaufen, die übelste Droge der Welt nehmen. Sollen sie, ist ja auch alles schön und gut, ist denen ihr Recht. Aber andererseits dann mit dem Finger auf einen zeigen, sagen, hey, du nimmst du gehst in den Knast, ja. Du gehst in den Knast. Ja, nee, das ist alles absurd. Und wie gesagt, ich bin vorsichtig mit Prognosen. Aber es sieht gut aus. Es fühlt sich gut an, sagen wir mal so. So, aber, jetzt kommt mein Aber. Sagen wir mal, jetzt tritt Frau Merkel ab. Und da kommt ja irgendwas Neues und die neue Regierung, die dann kommt in 2 Jahren oder so, die wird es jetzt machen. Ja? So. Dann ist ja, haben wir zwar schon viel Leid und viel Elend beseitigt damit, weil wir diesen ganzen Prohibitionsirrsinn, der Milliarden kostet, dann irgendwie vernünftigeren Dingen zuwenden können und keine jungen Leute mehr schikanieren. Das ist dann schon mal ganz gut, aber mit der Legalisierung ist es ja nicht getan. Wenn wir den Hanf, ich sage immer, was nützt es denn, und sagen wir mal der nächsten Generation oder der übernächsten, wenn sie sich von morgens bis abends mit spottbilligem Cannabis die Rübe zuziehen können, wenn der Planet trotzdem weiter kaputt geht. Wenn wir mit unserer Wirtschaftsweise weiter so verfahren, wie wir verfahren, wenn wir weiter die Böden vergiften und die Wässer vergiften, wenn wir weiter Autos und Technologien verwenden, die zerstörerisch sind. Wir müssen eben deswegen auch den Hanf wieder auf die Felder bringen. Wir müssen wieder eine Hanfwirtschaft aufbauen. Ich mache den Vorschlag, dass es ähnlich wie in der Uckermark die Hanfgenossenschaft, in jeder Region Deutschlands solche Genossenschaften entstehen, die den Bauern ihre Ernte abnehmen. Wenn ich morgen, okay Leute, ihr habt gefragt, wann wird legalisiert, ich würde in 2 Jahren der Nachfolger von Angela Merkel als Kanzler oder noch besser Diktator. Ja, weil ach, diese Demokratie abstimmen und so. Nein, wir machen jetzt mal eine kleine Hanfdiktatur. Okay. Wie würde die aussehen in meiner Vision? Die würde so aussehen, dass wir in allen Regionen Deutschlands Genossenschaften gründen, Hanfgenossenschaften. Diese Hanfgenossenschaften schließen mit den Bauern ihrer Region Verträge über den Hanfanbau ab. Diese Hanfgenossenschaften beliefern diese Region mit den Produkten aus Hanf, die am dringendsten gebraucht werden. Dafür werden entsprechende Fabriken und Weiterverarbeitungs... Die dann vor Ort auch sein. Die vor Ort, Hanf ist eine lokale, Hanf ist dezentral und lokal. Er wächst in jedem Klima von Sibirien bis nach Afrika. Er kann in jeder Region angebaut werden und er kann für jede Region das liefern, was dort sinnvollerweise und am ehesten gebraucht wird. Er kann Lebensmittel liefern aufgrund seiner Samen, er kann Fasern und Textilien liefern, er kann Dämmstoffe liefern, er kann Energie liefern, was wir heute mit Mais und sonst wie machen, das kann der Hanf alles viel besser. Und diese Hanfgenossenschaften, die wir in diesen Regionen überall in Deutschland aufbauen, mit einem mit einem großen Zuschuss von Bundesebene, dass das innerhalb von 2-3 Jahren hochgezogen wird. Wir haben 200.000 Hektar, 200.000, nicht 200, wie die vorhin erwähnt, in der ganzen EU, wo wir das veranstalten können. Brachland, ne? Das ist Brachland. Land, auf dem nichts passiert, auf dem können wir die wertvollste und beste Nutzpflanze, die wir auf der Erde haben, auch die universellste, ich habe sie ja immer die Universalpflanze genannt. Ja, wir haben in einer bestimmten Region eben Bedarf an dann wird es da angebaut. Wir haben diese Genossenschaften. Was machen Genossenschaften? Genossenschaften sind nicht da, um unbedingt hohe Gewinne zu machen, sondern Genossenschaften sind da, um die Ziele ihrer Genossen zu erfüllen. Wenn jetzt meine Hanfgenossen, sagen wir mal im medizinischen Bereich, jede dieser Genossenschaften, die wir dann gründen, überall in den Regionen,
die werden dann auch einen medizinischen Sektor haben. Wir können ja mit den Blüten sowohl im Genuss wie im Medizinbereich das meiste Geld verdienen. Das ist das lukrativste. Das Gold. Das Gold. Aber wir haben auch noch eine Menge andere Dinge hinten dran, die können wir mit diesem Gold aufbauen und an den Start bringen. Die anderen Sachen, das heißt nur Katzenstaub. Das Hanf, ja, was ja. heißt nur? Die gesamten Pferde der britischen Royalties, die traben auf Hanfschäben, auf dem Hanfstreu, also auf dem Stängelholz, ja, was von Hanflachs lastwagenweise jede Woche nach England, weil das ist der beste Tierstreu, den du dir denken kannst. Warum? Okay. Hanf kann mit 70% Feuchtigkeit umgehen, ohne selbst chemisch zu reagieren. Das heißt, da stinkt nichts. Da kann 70% Pisse drin sein, es entstehen keine unangenehmen Gerüche. Die bei den Hanftextilien kann Schweiß drin sein, es entsteht aber kein unangenehmer Geruch. Du kannst das Hemd, wenn du es jetzt, wo es so heiß war, habe ich öfter meine Hanfshirts angezogen. Da kannst du schwitzen drin, dann hängst du das abends über den Stuhl, am Morgen stehst du auf. Ja, das riecht dann, das kannst du wieder anziehen. Ja. So, ne, also diese ganzen Produkte herzustellen, das macht Sinn. Und wir haben ja hier im Buch vorne die Wette drin, Hanf kann den Planeten retten. Da haben dann alle gesagt, ach, diese bekifften Freaks da wieder, ja, wieder mit ihren großspurigen Ansagen, ja. Hanf kann den Planeten retten und da stehen dann diese Punkte und diese Wette steht ja im Buch und wir zahlen jeden 10.000 Dollar, der uns widerlegt. Das ist jetzt seit 25 Jahren ist keiner gekommen, hat gesagt, hier Leute, hier habt ihr euch geirrt. Wir haben ja das Buch, mittlerweile hat 43 Auflagen. Ja. Und wir haben keine Korrektur nötig. Es stimmt alles, was da drin steht. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Wette ist es ja so, dass zum damaligen Zeitpunkt habt ihr ja auch noch nicht das alles gewusst, was man heute auch noch weiß. Vieles war ja auch noch nicht. Normalerweise, wenn du so ein Sachbuch mit so einem Berg Fußnoten und Dokumentationen, also wenn du sowas veröffentlichst, dann musst du ja ein paar Jahre später, kannst es eigentlich einstampfen oder musst es neu schreiben. Wenn wir das jetzt, das haben mich viele gefragt, ja, oh, 43 Auflagen, ja, hast du denn das jedes Mal aktualisiert? Ich habe gesagt, nee. Wir hatten am Anfang 2-3 kleinere Fehler drin, die hast du immer in jedem so einem dicken Buch. Aber nein, es stimmt immer noch alles. Im Gegenteil, die Werte und die Sachen, die wir da gefunden haben, hier nur mal Beispiel CBD, Cannabidiol, steht hier natürlich auch schon drin. Aber die ganzen Forschungen, die in den letzten 20 Jahren in der Richtung passiert sind mit CBD, die sind noch viel besser als das, was hier steht. Und uns haben sie schon damals gesagt, ach, ihr erzählt, das Hanf ist so ein Wundermittel gegen alles und jedes. Alles, was hier drin steht, ist bestätigt. Und sogar noch mit besseren Ergebnissen. Ich muss nichts zurücknehmen hiervon. Ich bringe keine Fake News in die Welt. Wenn ich hier was Falsches gefunden hätte, dann hätten wir das korrigiert in der nächsten Auflage. Nein, es muss nicht korrigiert werden. Ich müsste es nochmal von vorne neu schreiben, wenn ich es nochmal. Aber es ist da, wir können es neu auflegen und jeder kann es nachlesen und jeder kann die Informationen, die da drin sind, auch sozusagen ungeniert weitergeben, weil er muss keine Angst haben, dass er da vom Nächstbesten, der mal ein anderes Buch guckt, widerlegt wird, sagt, ja, der Quatsch, den der da schreibt, ach, das ist doch alles schon alter Hut, mittlerweile und so. Nee, mittlerweile sind die Werte noch besser. Ja. Hier war, das hängt so ein bisschen in die zweite Frage auch von Chinui. Welches Modell der Legalisierung hält Herr Brökers am sinnvollsten? Abgabe in Apotheken, Eigenanbau, Coffeeshop, also da war ja einmal, wie genau. du jetzt gesagt hast, mit den Genossenschaften, aber dann, die müssen das ja weitergehen. Genau, ich halte für, also für mich muss eine Cannabis-Legalisierung natürlich einhergehen mit einem strikten Werbeverbot. Ich will nicht, dass in Deutschland das passiert, wie es jetzt in Las Vegas, also Nevada hat ja auch legalisiert. Derzeit kann man irgendwo im Netz auch nachgucken, entsteht der größte Marihuana-Store der Welt in Las Vegas, da am Strip.
Ja? Und da kann jeder, der da schon mal war, kann sich vorstellen, wie das dann da aussehen wird, wo dann die Bikini-Mietzen sagen, hey, come in und so. Also nee, Leute, so müssen wir das nicht machen. So brauchen wir das nicht. Ja? Ein Werbeverbot für sämtliche Drogen. Wenn ich habe ja eben schon mal kurz gesagt, ich mache mal kurz den Diktator, ich würde keine Werbung zulassen für Tabak. Strikt Ende aus. Ich würde überhaupt keine Werbung zulassen für Alkohol. Dass mein Enkel, der Hertha-Fan ist und gerne Fußball guckt, sich vorher reinziehen muss, Krombacher oder Bitburger. Hallo, müssen wir schon die Kinder, die sich für Sport interessieren, mit Drogen? Das geht nicht, Leute. Also Werbeverbot für Alkohol, Werbeverbot für Tabak, Werbeverbot für eben alle Genussmittel. Vielleicht sogar auch für Zucker. Wenn man, also da müsste man dann, da würde man sagen, Mensch Brückers, jetzt geht es aber ins Faschistische. Da würde ich mich vielleicht noch auf Diskussionen einlassen. Aber was Zucker für einen Schaden, ja. Was Süßigkeiten für Schäden anrichten. Ja. Also, brauchen wir jetzt nicht auszudiskutieren. Jedenfalls, also ich bin da der gleichen Meinung, dass die Industrie schon... Ich will, Müttern, den Babys, ja, ich will kein Junkie Zucker. Ich will keinen Zucker verbieten, ich will aber verbieten, dass damit überall öffentlich Werbung gemacht wird. Den kann es auch weiter im Geschäft geben, den soll es auch weiter geben. Mit dem Hinweis. Mit dem Hinweis, hallo, verursacht Karies. Ja? Auf dem Tabak Diabetes. Kriegen wir jetzt schon die Lungen und alles gezeigt. Ja? Also, wir brauchen ein Werbeverbot für Drogen allgemein. Das könnten wir mit der Cannabis-Legalisierung durchexerzieren. Dann brauchen wir dafür Abgabestellen für Menschen ab 18. So, die brauchen auch keine Werbung zu machen, aber man weiß, wo dieser Shop ist. Der soll keine Leuchtreklame haben, der soll nicht am Bahnhof mit, eben wie ich eben gesagt habe, Las Vegas mit Bikini-Mietzen da die Kerle anloggen, gekobert wie im Puff. Ja. Nee, wir wissen, wo es das gibt und wenn wir 18 sind, können wir da hingehen und uns das kaufen oder konsumieren. So würde ich mir das vorstellen. Wir könnten das staatlich machen, indem wir solche Staatshanfgüter etablieren, die dann das eben staatlich machen. Wir könnten es privatwirtschaftlich machen, indem wir Unternehmen lizenzieren, die das herstellen. Wir müssen, und das gehört für mich zu jeder Legalisierung dazu, und so haben es die Amerikaner auch gemacht, das übernehmen wir, den Privatanbau von bis zu x Pflanzen, da kann man vielleicht diskutieren. Ich würde sagen, 5 oder 7 pro Nase sollten reichen. Wenn man Outdoor das dann machen kann in seinem Garten das oder in seinem Balkon oder eben auch auf seiner Fensterbank mit einer Lampe, die LED-Lampen kosten auch nicht mehr das Vermögen, dann kann man auch von 5 Pflanzen reichlich ernten. Also so eine Regelung, den privaten Anbau freigeben, den Verkauf auch nicht, also keine Werbung. Ich will auch nicht, dass Cannabis von Amazon vertickt wird. Also kein Online-Versand, man muss in sein Local... Obwohl das heute schon passiert, die Amerikaner bieten schon hier auf dem Markt ihr Gras an, alles sicher und die, denen ist das ja egal, die schicken das hier hin und du hast hier Probleme. Genau. Also, en Detail müsste man vielleicht noch diskutieren. Ich möchte jedenfalls sozusagen den freien Markt, den möchte ich raushalten, soweit es geht, aus dem Hanf. Also den also Markt beschränken. Ich will den Markt regulieren und beschränken. Ich will nicht, dass Marlboro dann zum Cannabis-Marihuana-Monopolisten wird. Im Moment eigentlich schon... Ich will regionale Genossenschaften gegründet sehen. Ich will regionalen Anbau sehen. Ich will Outdoor-Anbau sehen. Ich will Erde, Samen, Wasser, Sonne. Das reicht vollkommen. Ich will ökologisch das Ganze. Also wenn einer anfängt dann im Keller und so, da im großen Stil... Das muss alles nicht sein. Da kommen sie jetzt auch schon, die Kanadier, die jetzt die erste roboterisierte Hanffabrik gebaut haben in Kanada.
wo überhaupt keiner mehr anlegt und alles nur noch robotermäßig läuft. Also so wie Tomatenhäuser. Und dann wie die Tomatenhäuser in Holland. Also da sage ich, ja, kann man vielleicht auch machen, muss aber nicht sein. Es reichen 200 fucking Hektar im Freien, hallo. Und die Qualität, ja, ich brauche doch standardisierte Qualität. Okay, für das Apothekengras, aber auch wenn ich Outdoor anbaue, kann ich eine sehr gute Qualität gewinnen und es ist ökologisch. Und also ich bin da vielleicht, können Sie sagen, ach, du bist ein Öko-Romantiker, aber ich glaube, ein Hanf, der in der Erde gewachsen ist und im Freien, der ist was anderes als einer, der im Keller gewachsen ist und unter Kunstlicht. Und also so wie Pflanzen, die die Sonne gesehen haben, auch was anderes sind wie... Unter Kunstlicht. So, und von daher gibt es eigentlich da ein paar Regelungen, über die man diskutieren kann. Wollen wir das im Onlinehandel, ja oder nein? Aber ich möchte eigentlich für eine dezentrale, genossenschaftlich organisierte Hanfverbreitung plädieren, die eben dann auch nicht, guck mal, wenn wir morgen das okay bekämen, jetzt hier Rousseau und Brückers und noch 20 Zuschauer, die wir haben, oder 50, die gründen jetzt... Ich guck mal. Ja. 67 Zuschauer. Ja, also hallo, wir gründen jetzt morgen die Genossenschaft hier für den Berliner Raum. Ja, so. Und wir beschränken uns jetzt nicht nur auf Medizin, sondern wir wollen auch noch andere Produkte herstellen. So, ja, wir fangen an. Wir haben jetzt hier unseren Acker irgendwo und wir haben vielleicht auch noch ein, zwei, drei Häuser. Und wir fangen jetzt an, für unsere 67 Genossen, mehr sind wir im Moment noch nicht, Cannabis zu produzieren. Und was ist das Ziel unserer Genossenschaft? Ja, wir wollen für unsere Mitglieder gute Qualität, biologisch, ökologisch angebaut, fair gehandelt, Cannabis zur Verfügung stellen. So, das ist das Ziel unserer Genossenschaft. Unser Ziel unserer Genossenschaft ist nicht, an die Börse zu gehen und Millionen zu erwirtschaften. Nein, die Pflanze, die überall wächst, wollen wir anbauen und wollen sie den Menschen, die im Kiez wohnen, zur Verfügung stellen. Wie du gerade sagst mit den Aktien, das passiert ja im Moment. Es passiert im Moment und wir werden es dem Markt nicht entziehen können. Aber wir haben in Deutschland dann, deshalb ist es vielleicht dann sogar ganz gut, dass wir hier noch so auf der Bremse stehen und hinten dran hängen. Wir könnten es anders machen. Wir könnten es anders organisieren. Wir könnten sagen, so, wir wollen keinen freien Markt für Cannabis, sondern einen regulierten. Und der sieht so, so, so und so aus. Ja? Und wenn ich in jeder Region eine kleine Hanfgenossenschaft gründe, die da im Treibhaus und auf offenem Feld für die verschiedenen Bereiche, anbaut und die dann Lebensmittel herstellt, die dann Dämmstoffe herstellt und die Textilien herstellt und die ihre Mitglieder beliefert. So, ja, dann muss ich Mitglied in der Hanfgenossenschaft werden, ja, aber du kannst auch zum Verkauf kommen, wir verkaufen die Produkte auch, wenn du über 18 bist, darfst du Gras kaufen, wir stellen auch Haschisch her, das ist ja auch ein Produkt, das kannst du dann auch kaufen, wenn du 18 bist. Und aber wir haben auch noch Hanföl, das ist das wunderbarste, beste, Omega-3-haltigste Speiseöl, was du kriegen kannst. Da kannst du auch noch gleich einen Liter mitnehmen. Und wenn wir überall in allen Regionen solche Hanfgenossenschaften haben, das wäre so das, was, wie du dir das vorstellst, wie ich mir die Legalisierung vorstelle und wie ich mir gleichzeitig, weil das will ich parallel haben, auch eine Rückkehr vom Cannabis auf die Felder. Wie gesagt, das, was wir zum Rauchen brauchen und für die Apotheken 200 brauchen. 200 Hektar. Ist ja nichts. Das ist wenig. Das kostet auch nicht viel. Wenn ich das nicht, ich kann dann vom Staat her sagen, okay, das ist aber ein Genussmittel und das muss besteuert werden, so wie Tabak und wie Alkohol auch besteuert wird. Okay, machen wir. Wenn die Gestehungskosten so gering sind, beim ja. Kilo 2,50 Euro, komm, scheiß mal auf die Steuer. So, also, da zahlen wir gerne 100 Euro pro Kilo Steuer. Ja, also wie gesagt, ich habe hier im Buch das schon stehen. Das ist ein Problem. Das Zeug ist so billig. Hanf war doch, guck mal, im Mittelalter die Suppe der Armen. Also die Allerärmsten, die nichts zu fressen hatten. Die haben Hanfsuppe gegessen. Ja, es war das Kraut der Armen. Von Joe Tempick.
Wie ist konventionell angebautes Gras im Verhältnis zu pharmazeutischen Extrakten oder synthetischen THC und CBD zu bewerten? Also konventionell angebautes im Vergleich pharmazeutischen Extrakten oder synthetischen THC und CBD. Das ist ja, die CBD oder synthetische wird ja auch extrahiert aus der aus Nutzhanf und dann werden ja nur die Moleküle verändert. Also du kannst, ja, wie ist es zu bewerten? Medizinisch macht es ja Sinn, Stoffe wie CBD oder THC zu isolieren und so weiter. Und die dann als sozusagen Monosubstanz anzubieten und zu verwenden. Ungezielt irgendeine Krankheit. Ungezielt bestimmte Indikationen da zu erfüllen. Aber wir haben ja schon lange festgestellt, und so ist ja überhaupt wieder das Medical Marihuana, also die Hanfblüten, in den medizinischen Gebrauch und auch in die Apotheken gekommen, dass es eben nicht nur das THC und nicht nur das CBD ist, was wirkt, sondern dass die anderen Cannabinoide, die in den Pflanzen ja auch drin sind. Über 400 und, Stück. Ich weiß nicht, ob es 400 sind. Terpene und so weiter. Ja, also die ganzen Stoffe, dass die eben auch wirken. Und dass deshalb die Blüten die eigentliche Medizin sind. Man kann den Wirkstoff da rausziehen oder die verschiedenen Wirkstoffe rausziehen und kann sie dann sozusagen wohl dosiert und als Monosubstanz verabreichen. Das macht durchaus Sinn. Okay. Aber man kann eben auch und man muss eben auch, und das wird ja auch getan, es gibt ja auch diese CBD-haltigen Pflanzen, die jetzt überhaupt nicht high machen, sondern die eben nur diese schmerzlindernde und entspannende Wirkung haben, aber keine psychoaktive Wirkung haben. Und in die Richtung geht ja auch schon die Forschung und müssen auch die Züchtungen dann gehen und werden eben verschiedene, auch medizinische, wie wir den Jack Herer, den wir eben schon erwähnt haben, der bei vielen Patienten gut funktioniert. Ja, der ist eben auch, da sind doch auch, was weiß ich, 15% THC und 5% CBD ja, und dies und das drin. Aber weißt du, was mir fehlt bei diesen ganzen Angaben? Eben, es wird immer nur CBD oder THC. Ich glaube aber, um seinen Wirkstoff besser oder das Cannabis zu finden, was für einen am besten geeignet ist, muss man noch mehr an. Wie so ein Beipackzettel, wo eben alles drin steht, genau, was für Wirkstoffe. Und das fehlt ein bisschen. Gut, das ist alles noch in Kinderschuhen. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, wie gesagt, hier in Deutschland Lizenzen zu erteilen. Das ist ja alles zum Heulen. Ja, und das kommt ja auch noch dazu, ja. Mit den Lizenzen, wo ja deutsche Firmen ausgeschlossen sind. Ja, das ist ja das. Also das ist grotesk. Ja. Ja. Und von daher ja, sind wir noch ziemlich weit hinten dran. Aber das Schöne ist ja, und deshalb war ja die Frage ja vorhin, wie soll eine Legalisierung aussehen? Und ich habe gesagt, ja, der Privatanbau muss auch reguliert, aber gestattet werden. Damit hätten wir doch schon einen Großteil aller Medizinprobleme gelöst. Weil die allermeisten Menschen sind doch in der Lage, einen Samen in einen Blumentopf zu stecken und den regelmäßig zu gießen und in die Sonne zu stellen. Und wer keine Möglichkeit dazu hat, okay, der kann ja jemanden bitten, der das für ihn macht und der einen Garten hat oder ein Treibhaus. Ja? Also dann wären schon ein Großteil der Probleme gelöst und dann kann man eben verschiedene Sorten kaufen, welche die CBD-haltig sind oder stärker CBD-haltig, wo ganz geringer THC-Gehalt drin ist und umgekehrt. Ja, immer mehr Sorten auf dem Markt sind ja mittlerweile. So, es wird, immer mehr und da muss dann halt jeder schauen, welche ihm am besten bekommt, welche ihm am besten schmeckt. Und da bekommt mir Bedrocan, Ben Rolf, der Jack Harris mit zu hart, ehrlich.
Na, aber wie gesagt, da kam ja auch, ja, Brückers, du redest ja immer noch als alter Sack von diesem Hippie-Gras, was ihr da in den 70ern geraucht. Heute ist das doch alles wie. Ich sage, ja, heute haben wir andere Sorten als in den 70er Jahren. Aber gerade haben die besser früher, fand ich. Nein. Oder anders. Es ist doch vollkommen wurscht. Ja, okay. Wenn ich jetzt eine Sorte habe, wo ich weiß, da ist so und so viel THC und so viel CBD drin, dann dosiere ich die entsprechend. Ich muss aber wissen, wie ich dosiere. Und, Matthias, da muss ich dir aber sagen, guck mal, ich habe einmal Pedanius mit 22% und einmal Bedrocan. Bei dem Pedanius habe ich nicht die Probleme. Ja gut. Und da wäre es interessant eben zu wissen, was ist noch drin. Genau, was sind da, wie ist das Verhältnis CBD-THC ist ja wichtig. Die Gräser oder Sorten, die Blüten, die gar kein CBD mehr haben, die sind meines Erachtens auch, also so für medizinische Zwecke weniger, das muss, CBD muss dabei sein. Und C, das haben mir auch ganz viele Patienten gesagt, die jetzt an die Tropfen Dronabinol sich verschreiben haben lassen. Was okay ist, wenn jemand nicht rauchen kann und rauchen will und so, ja, soll er die Tropfen nehmen. Aber Leute, die dann eben auch Raucher sind und die jetzt die Tropfen hatten, sagen, ach nee, Tropfen, ich rauche lieber. Ja, weil da eben die anderen Stoffe und Substanzen mit dabei sind. Es gibt ja auch hier das Sativex, das habe ich sogar hier. Ja, ja, okay. Aber das ist das Spray. Aber das ist gruselig, Mann. Ja, das Einfachste ist wirklich ein Vaporizer. Ja, ist wirklich auch allen, ich sage, ich werde ja oft gefragt und kriege auch E-Mails, weil wie gesagt, das Buch. Und dann empfehle ich den Leuten, sich einen Vaporizer zu besorgen. Das ist eine Aromatherapie, das kann jeder machen. Es kann jeder hab ich ja auch inhalieren. Ja. Und ja, wer das aus medizinischen Gründen nehmen will oder wer nicht rauchen will, was ja auch sinnvoll ist, ist ein Vaporizer absolut sinnvoll. Ja. Das ist ein endloses Thema. Das ist ein langes Thema und ich kann halt nur vielleicht, um vielleicht noch so eine kleine Schlusskurve zu kriegen, den Leuten sagen, unterschreiben tue ich nachher, ja, okay. Den Leuten sagen, ja, dass sie sich informieren sollen, dass sie die Botschaft sozusagen auch weitertragen sollen, dass sie sich klar machen müssen, dass unsere Wirtschaftsweise in jeder Hinsicht nicht nachhaltig ist oder nicht enkeltauglich. Ja, und vor allen Dingen gefährlich auch. Für unsere Enkel können wir hier keinen giftigen Backofen hinterlassen. Wir müssen die Erde in einem vernünftigen Zustand hinterlassen. Und dafür müssen wir auf die Pflanze zurückgreifen, die seit 10.000 Jahren den Menschen in allen Regionen der Welt immer das geliefert hat, was sie am dringendsten brauchten. Und die eben keine Pestizide braucht, die keine Herbizide braucht, die keine Vergiftung der Erde, sondern im Gegenteil, die Böden verbessert, die mehr Papier pro Hektar produziert als jeder Wald. Wir brauchen die Wälder nicht mehr abzuholzen, wenn wir Hanfpapier verwenden, die eben auch mehr Textilien produziert als Baumwolle. Die Baumwolle produziert nur deshalb so viel, weil sie 50%, Leute, zieht euch das rein, 50% aller Pestizide, aller Giftstoffe, aller Roundups und wie diese grauenhaften Monsanto-Stoffe jetzt Bayer-Stoffe heißen, werden allein für den Baumwollanbau verwendet. Ja, und die machen die Erde kaputt. Und die machen alle Lebewesen in der Erde kaputt. Die Bakterien, denen wir unser Leben überhaupt verdanken. Ohne Bakterien könnten wir überhaupt nichts. Ja? Die werden zerstört durch diese Pestizide. Und wir müssen zu einer anderen Wirtschaftsweise zurückfinden. Und wir müssen zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Und da ist Hanf seit 10.000 Jahren
Die Pflanze. Ein Vertrauter auch der Menschen. Eine Pflanze, mit der wir und unsere Vorfahren immer zu tun hatten. Und die für den Planeten und für die Erde keinen Schaden verursacht, wie alle oder viele andere Rohstoffe, die wir nutzen. Und deswegen müssen wir zu diesem Rohstoff auch zurückfinden, der uns auch Energie liefern kann, der uns wirklich alles liefern kann, was wir brauchen. Die Sonne, Wasser und die Erde, mehr wird nicht gebraucht, um diese Pflanze anzubauen, die uns in so vielen Bereichen... Vor 10.000 Jahren hatten wir auch keine Pestizide. Nein, brauchten wir ja auch nicht. Ja. Und die brauchen wir erst, seit wir eben diese Landwirtschaft und Agrarwirtschaft betreiben, die wir heute betreiben, die Erde kaputt macht, die Böden ruiniert auf Dauer, die werden immer, Humusschichten werden immer niedriger und so weiter. Hanf verbessert die Böden. Hanf produziert über seine Samen Eiweiß, aus denen wir wunderbares Essen machen können, dass wir auch die Massentierhaltung, wir können auch Schnitzel und andere Dinge aus den Hanfsamen machen. Wir haben schon damals mit Köchen Hanfessen veranstaltet. Bei der letzten Messe in der Schweiz, wo ich war, gab es Hanfburger, die waren hervorragend. Also all das geht und wir können das Kraut hier anbauen. Wir müssen nicht unsere Rohstoffe über tausende von Kilometern hierher schippern. Es kann in jeder Region von Nord bis Süd, überall auf der Welt passieren. Und das ist die sozusagen große Vision, die in dem Buch hier zum ersten Mal zusammengefasst so geäußert wird. Und an der, also ich habe jetzt seit 25 Jahren, predige ich das jetzt auch als Zeuge Sativas. Ja, danke. Ja, ja danke. Aber Sativas Segen. Ich bin, mache auch noch viele andere Sachen und bin deshalb auch nur einer. Aber ja, man kann die Menschen nur auffordern, guckt euch das an. Genau, eignet euch Wissen an und verbreitet dieses Wissen. Wissen und wählt keine Parteien, die diesen Prohibitionsquatsch weitermachen, sondern besteht darauf, das muss aufhören. Und zwar nicht nur, damit dieser ganze Irrsinn der Prohibition und das Leid, das davon verursacht wird, zurückkehrt, sondern dass auch eben Hanf wieder zurückkehrt auf die Felder. Auch jetzt ist es ja schwierig und die Bauern müssen Bürokratie ausfüllen. Da kommt einer, zupft die Blätter ab und misst nach und all so ein Scheiß. Ja, und wenn sie Mais und all das Zeug anbauen, was gespritzt wird bis zum Abwinken, ja, dann kriegen sie noch Subventionen von der EU. Ja, und das muss alles umgedreht werden. Wir brauchen deshalb irgendwie große Subventionen zum Aufbau einer Hanfwirtschaft in Deutschland und in ganz Europa. Da müssen wir wieder hin. Und das ist sozusagen meine Zukunftsvision. Und wo ich dich gerne bei unterstütze, indem ich dein Wissen, was ich durch dich erlangt habe, in die Welt weiter hinaustragen werde. Das letzte Wort in diesem Buch heißt, und das sage ich jetzt auch, es gibt viel zu tun, pflanzen wir es an. Ja, Sativas Segen. In diesem Sinne.